Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und heute machen wir mal eine Reise zum Thema In der Ruhe liegt die Kraft, beziehungsweise wo kommt denn deine Kraft eigentlich her? Und dir wird es wahrscheinlich genauso gehen, wie es mir oft geht. Es gibt 100.000 Dinge, die man erledigen möchte oder Termine, die man wahrnehmen hat. Und man hat oft das Gefühl, man läuft immer hinterher und am Ende kommt dann die Lebenslust, die Leichtigkeit, die Lebensfreude, die Lebensenergie viel zu kurz und man fühlt sich irgendwie ausgepowert und absolut nicht mehr in der Mitte. Und heute geht es darum, dass wir schauen, wie bleibst du in deiner Kraft, wie bleibst du in deiner Mitte, wie zapfst du auch diese Energiereserven an, beziehungsweise wie kommst du überhaupt in deine wirkliche Stabilität, Kraft und Klarheit. Und da lade ich dich heute jetzt mal dazu ein, einfach mal so deine Augen zu schließen. Und du brauchst jetzt überhaupt keine Gedanken machen. Nur einen einzigen, zu dem lade ich dich ein. Meine Stärke ist in mir. Meine Stärke ist in mir. Die ist also da. Die Stärke ist da. Die ist vielleicht noch nicht zu 100% gelebt oder zu 100% gefunden, aber sie ist schon da. Also du hast deine Stärke in dir angelegt, deine Kraft in dir angelegt. Und auf das vertraue jetzt mal. Ich brauche nichts von außen. Meine Stärke, meine Kraft liegt in mir. Ich brauche nichts von außen. Meine Stärke, meine Kraft liegt in mir. Und lass das jetzt nochmal wirken. Meine Stärke, meine Kraft liegt in mir. Und was sind Kanäle für deine Stärke, für deine Kraft? Ein Kanal für deine Stärke und deine Kraft ist auf jeden Fall mal Ruhe und Klarheit. Und Ruhe bedeutet in diesem Fall nur, du bist absolut im Hier und Jetzt. Du kommst absolut im Hier und Jetzt an. Ich bin absolut im Hier und Jetzt. Ich komme im Hier und Jetzt an. Das heißt, du nimmst jetzt mal den Raum, in dem du bist, mit all deinen Sinnen wahr. Was bedeutet das? Riech mal. Ah, wie riecht es denn da, wo du jetzt bist? Wie fühlt sich denn der Sessel oder die Unterlage an, auf der du gerade bist? Und du kannst dich auch umschauen, wenn du möchtest. Wie schaut denn der Raum aus, in dem du bist? Welche Geräusche hörst du in dem Raum? Vielleicht von draußen etwas Straßenverkehr oder was kannst du wahrnehmen? Nimm einfach mal den Raum wahr, in dem du bist. Und dieser Raum ist dein Umfeld. Und du bist im Zentrum dieses Raumes, ganz im Hier und Jetzt und kommst in deine Ruhe, in deine Kraft hinein. Ich komme in meine Ruhe, in meine Kraft. Und die nächste Stufe, wie du zu deiner Power kommst, deiner Kraft kommst, ist Freude. Und jetzt sag dir einfach mal, schön, dass du da bist. Du zu dir selber, schön, dass du da bist. Wie schön, dass du da bist. Wie schön du es hast. Und mit diesen beiden Tricks beginnst du bereits in deine Kraft zu sinken. Du nimmst den Raum wahr, gegenwärtig, ruhig und klar. Und du bist von Freude erfüllt.
von Freude über dein Dasein. Und die nächste Ebene ist jetzt, ich übernehme die Verantwortung für alle meine Gefühle. Ich übernehme die Verantwortung für alle meine Gefühle. Und alle Gefühle, die nicht zu mir gehören, fallen jetzt von mir ab. Ich übernehme die Verantwortung für alle meine Gefühle. Du bist also jetzt absolut in deiner Mitte, in der Gegenwart, stabil, in dem Raum in Ruhe, voller Freude, dass du da bist und absolut klar in deinen Gefühlen. Und nun erlaubst du dir noch, die Verantwortung für all deine Gedanken zu übernehmen. Ich übernehme die Verantwortung für all meine Gedanken. Aber alle Gedanken, die von außen kommen, ob jetzt von deinem Umfeld oder gesellschaftlich, die fallen ab. Und nun übernimmst du noch die Verantwortung für dein Handeln. Und zwar dein unmanipuliertes Handeln. Ich übernehme die Verantwortung für meine Handlungen und Taten. Und alle Handlungen und Taten, die nicht meinem Wesen, meinem Innersten entsprechen, fallen von mir ab. Alle Handlungen und Taten, die nicht meinem Innersten, meinem Wesen widersprechen, fallen von mir ab. Alles, was bleibt, sind Handlungen, die meinem Wesen, meinem Innersten entsprechen. Alles, was meinem Wesen, meinem Innersten entspricht, bleibt bei mir. Also ich handle nach dem, was in mir ruht. Ich handle nach dem, was in mir ruht. Und du spürst nun, dass eine tiefe, klare Energie sich in dir aufbaut. Die ist grün und mächtig und vielleicht auch gold und mächtig. Aber das ist deine Kraft. Und alles, was nicht dir und deinem Wesen entspricht, verlässt jetzt dein Energiefeld. Ich wirke aus mir heraus. Also mach dir das nochmal bewusst, dass du aus dir heraus wirkst. Ich wirke aus mir heraus. Aus mir manifestiert sich meine Urkraft. Aus mir manifestiert sich meine Urkraft. Und diese Urkraft kann sich nicht verausgaben, weil sie 100% dir entspricht. Das ist nie zu viel und nicht zu wenig. Das ist genau das, was du benötigst und was dir entspricht. Und du spürst, dass alle Energien, die nicht wahrhaftig zu dir gehören, dich endgültig verlassen haben und du dich selbst ausdrücken kannst.
Und in diesem Selbstausdruck erlaubst du dir auch, deine Schattenseiten wahrzunehmen. Die Energien, die vielleicht zu viel wollen oder die Energien, die sich zu sehr ausbreiten wollen, die verführt worden sind, die missverstanden worden sind, die enttäuscht worden sind, Energien, die auf Rache aus sind, die sich verwickelt haben. Und all diese Energien, die jetzt gebunden sind, dürfen nun transformiert werden. Und sprich mal, ich bitte um die Transformation all meiner gebundenen Energie. Ich bitte um die Transformation all meiner gebundenen Energie, sodass diese Energie zu 100% wieder meinem Schöpfungspotenzial zugefügt wird und dass ich mich nicht mehr verzettle. Die Energie soll meinem Schöpfungspotenzial wieder zugeführt werden, sodass ich mich nicht mehr verzettle. Und du kannst wahrnehmen, dass du klarer wirst, dass du stabiler wirst. Und dass ein Schleier, der über dir gelegen hat, der Schleier von Stress, von Verwicklungen, von Kleingeistigkeiten, von Ärgernissen, dass dieser Schleier von dir abfällt. Und du spürst, dass du absolut jetzt einen positiven Fokus setzen kannst. Und du erlaubst dir diesen Fokus, deinen positiven Fokus, auf deine höchste Energie auszurichten. Dein höheres Selbst, den höchsten Punkt deiner Existenz. Und dieses Licht inspiriert dich und dieses Licht reinigt dich. Und dieses Licht lässt dich in deiner Kraft sein. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus. Und spür mal, wie Kraft, Energie, Power durch dich hindurchfließt. Und spüre auch, dass du dir jetzt die Erlaubnis gibst, dich nicht zu verbiegen. Nicht zu taktieren, sondern ganz klar, 100%ig in deiner Kraft, in deiner Energie zu stehen. Und dass du dir jetzt den Freiraum gönnst, diese Energie zu entfalten. Und spür jetzt mal, wie das Umfeld, das Leben, die Mutter Erde dich dabei unterstützt, dass du deine Energie zum Ausdruck bringst und absolut hier auf Erden manifestierst. Dies ist deine Zeit, dies ist dein Raum und du bist absolut in deiner Kraft. Und du erlaubst dir jetzt, dich selbst auf allen Ebenen,
den Ebenen der Stärke, Ruhe, Stabilität, der Lebensfreude, Leichtigkeit und Lebenslust, der freien Emotionen, der freien Gedanken, frei in deiner Energie dich auszudrücken. Und nichts und niemand steht deinem Selbstausdruck im Weg. Atme dieses Bewusstsein dreimal tief ein und wieder aus. Niemand steht mir im Weg. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Der Weg ist frei. Mein Weg ist frei. Und in dieser Kraft und dieser Klarheit und dieser Stabilität streckst du dich mal durch, atmest nochmal tief ein und wieder aus, bewegst deinen Körper, bewegst deine Arme und Beine und kommst genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in deinen Raum, deine Zeit zurück. Und fühlst nochmal nach, bedankst dich bei der geistigen Welt, bei deinen geistigen Helfern und Führern und kommst dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffnest du deine Augen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Wie ist es dir gegangen? Was hat sich bei dir getan? Wie fühlt sich es denn jetzt an nach dieser Reise, nachdem du mal wirklich so in deine Kraft reingekommen bist, in die Stärke, in deine Stabilität? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und natürlich lass mir gerne einen Daumen hoch, da abonniere den Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen, entweder live in Linz oder bei einer Fernsitzung vielleicht und oder auch hier im YouTube auf dem Kanal. Ich wünsche dir alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliverini. Tschüss, bis nächstes Mal.